Und kommen zurück zu The Legend of Zelda Link Between Worlds. Wir sind in Hyrule. Und haben im letzten Part am Ende hier ein Maimai gefunden. Und wollen jetzt zum Schildkrötenfelsen. Wir helfen mal kurz der Schildkröte ins Wasser. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. Ich kam nicht mehr auf die Beine. Und da waren Monster. Und ich hatte solche Angst. Mama macht sich bestimmt schon Sorgen. Ich schwimme besser schnell zu ihr zurück. Tu das. Ja, wir wollen jetzt mit dem Schildkrötenfelsen-Dungeon anfangen. Wie auch immer heißt, wir werden es gleich erfahren. Ich bin schon gespannt, was uns da erwarten wird. Ich weiß es ja schon, aber ich kann mich ehrlich gesagt an überhaupt nichts mehr erinnern. Oh. Anscheinend müssen wir dich beschützen. Damit diese lästigen Gegner dich nicht umbringen. Oder halt. Ja. Ich hatte solche Angst. Jetzt schwimme ich schnell zu meiner Mama zurück. Diese schlimmen Monster hatten mich umzingelt. Ich hätte nie gedacht, dass ich da nochmal rauskomme. Vielen Dank für die Rettung, großer Held. So, Dele. Okay. Super. Wie kann ich dir nur für die Rettung meiner Kleinen danken? Ich habe nichts, was ich dir zum Dank geben könnte. Du kannst mir aber auf den Rücken steigen, wenn du magst. Dann fahre ich dich gern etwas herum. Den Kleinen gefällt das auch immer. Was? Du machst dir Sorgen, dass deine Schuhe schmutzig werden? Ich bin doch eine Schildkröte und kein Teppich. Das bisschen Schmutz macht gar nichts aus. Steig nur auf. Ich komme. Wait for me. Kannst du mal stehen bleiben? Toll, jetzt darf ich da noch eine extra Runde drauf drehen, oder was? Aua. Ja, mach doch, bitte. Ich hoffe, die hat es jetzt bald. Dabei kann ich ja meinen Dreh schon mal richten. So, ich glaube, sie hat es gleich geschafft. Obwohl. Okay. Passt schon. Ja, das hier ist der Schildkrötenfelsen, genau. Und wir möchten das Spiel speichern. So, wir brauchen gute Items. Und zwar das passende Item für diesen Dungeon ist der, you know. Okay, der Schildkrötenfelsen also, alles klar. Dann let us see what there is. So, hier ist zu. Da ist offen. Da kommen wir durch. Nehmen wir auch die Bomben. Der war nicht gut geworfen, aber... Nee. Ist nicht zerstört. Hey. Was, du bist auch nicht tot? Okay, da kommt jetzt eine Truhe. Mhm. Okay. So, lass mal sehen. Okay, da sind Gegner. Können wir die irgendwie kaputt machen? Yeah. Oh. Aber das war bestimmt nicht der letzte von diesen Gegnern. Lass mal sehen, da ist noch einer zum Beispiel. Und da ist auch noch einer. Komm mal. Schön. Aber da sind ja noch mehr. Ah, der war nicht schlecht platziert, aber muss halt auch treffen. Habe ich jetzt getroffen? Nee. Zack. Und einer ist mit Sicherheit noch vorhanden. Gehen wir mal wieder auf die andere Seite schauen. Oh. Ah, okay. Ja, das kann man vereisen. So, das müssen wir auch vereisen. Da. Oh.
Das ist ein bisschen Failure jetzt, Hilfe. Ja, war klar. Aber wir können das ja auch von hier machen. Ja, nicht ganz. Oh, Skillshot. Und dann, kommt da eine Truhe, super. Okay, hätten wir schon mal die erste Truhe des Dungeons erreicht. Also so gut wie. Das ist aber die zweite, die wir freigeschalten haben. Okay. Ist jetzt noch nicht viel los in diesem Dungeon. Aua. Ach so. Ich verstehe. Da kommen wir nicht so einfach hin. Ah ja, okay. Von der Seite bringt es ja auch nichts, ne? Ah, okay, gut. I see what you did there. Komischer Dungeon, auf jeden Fall. Nein. So, wir müssen jetzt aber, glaube ich, wieder gleich baden gehen. Warum ist da noch so eine? Ah, ich wollte da noch mit. Schade. Hätte aber sein können. So, wir gehen mal hier außen rum. Gibt es da innen drin ja was? Natürlich, 100 Rubine. Schön. Die haben wir schon alle aktiviert. Jetzt muss der auch noch aktiviert werden. Jetzt haben wir eine Truhe, okay. Yeah. Gut, dann lassen wir das. Hoffentlich ist da jetzt der Kompass drin. Müssen wir hier warten. Dann kommen wir da rüber. Na, okay. Jawohl, der Kompass. Super. Oh, ich habe eine Bombe gelegt. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber das zweite Ding muss natürlich auch aktiviert werden. So, und jetzt kommen wir doch darüber, ne? Jawollo. Schön. Boom. Und 100 Rubine, aber noch keinen Schlüssel gefunden. So. Einen Moment. Wie sieht's denn hier aus? Da können wir durch. Und hier. Ah, da kommen wir nicht hin. Okay, gehen wir mal da rein. Gegner. Wieder diese. Besiegen wir euch mal. Bringt nichts. So. Okay, und da ist auch noch ein Raum. Den schauen wir uns auch nochmal an. Auch wieder Gegner. Okay. Gut. Und der dort hinten ist versperrt. Wir können jetzt hier noch eine Sache machen. Wir können das Ding da umlegen. Das machen wir mal auch gleich. Nein! Oh mein Gott, ich war da fast durchgelaufen. Wir können den Schalter da noch aktivieren, um genau zu sein. Ah, Mann! Dann auf geht's. Wie ist das hier zu bewerkstelligen? So und dann so. Okay, das macht dann die Tür hier auf. Für die wohl gut sein wird. Das schauen wir später. Okay, da ist eine Truhe. Und da ist jetzt ein Bosskampf. Zwischenboss. So, okay. Na, das klappt nicht. Wir haben auch keine Ausdauer mehr. Fuck! Zumindest getroffen. Auch getroffen. Getroffen. Das war's. Okay. Weiter geht's. U1. Okay, was ist hier los? Ah, ja, okay. Das kann man hoch machen. Ja.
Wir haben aber noch keinen Schlüssel bekommen. Aha. Wir gehen mal da durch. Was gibt's denn hier? Da können wir dann so hin. Und da hinten. Verzwickte Angriff. Okay. Ah, wir müssen wahrscheinlich wieder alle Gegner besiegen, so wie unten auch. Da können wir nicht durch. Ja, okay, dann lass uns das mal machen, oder? Würde ich vorschlagen. Schnell! Ja, der zählt noch. So, wie viele sind es denn noch? Aber da waren wir noch nicht drin, dann gehen wir mal kurz rein. Ah, schon wieder ein Bosskampf. Wow, und ihr glüht ja. Braucht eine Abkühlung. Wow, ihr lebt ja alle noch. Nur einer ist jetzt bislang tot. Der lebt. Oh, okay, jetzt ist er tot. Und hier erscheint dann der Beamer. Hm. Ein verzwickter Dungeon. Da kommen wir durch, da gibt es oben einen Schlüssel. Schauen wir mal, was wir da so machen können. Okay, ein Schlüssel. Wo wir auch immer den verwenden können. Wir werden es nachher vielleicht herausfinden. Okay. Ja, ich will da durch. So. Ja, da ist noch so einer von denen. Ja. Und? Ah, schön, schön. Was ist das? Also, was wird da drin sein? Kann doch nicht schon der Boss-Key sein. Wir haben. So wäre der Dungeon der übelst einfach. Warte mal, wie kommt man da jetzt? Achso, ja, okay, schon klar. Das ist. Wir haben den Hylia-Schild erhalten. Er kann sogar magische Angriffe abwehren. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Hier hinten waren wir noch nicht. Da können wir den Schlüssel verwenden. Mal schauen, was es da so gibt. Ja. Aua. Damit können wir das erscheinen lassen. Was machen wir im EG? Im EG waren wir in einem Raum noch nicht. Okay. Wir sind ja jetzt im U1 hier. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir bauen hier auch wieder einen Schlüssel. Oh mein Gott. Das könnte spaßig werden. Ach so. Ja, passt ja. Und hier tut sich dann eine Truhe auf. Reicht das von der Höhe? Ja, tatsächlich, es reicht. Ja, und hier ist 100 Rubine. Ja, an sich nicht schlecht, klar, aber ich hätte lieber einen Schlüssel gesehen. Okay, wir müssen nochmal nach unten, fällt mir auf, weil wir haben dann einen Raum vergessen. Nicht nur einen, sogar drei. Da ist auch nochmal eine Truhe. Wie kommen wir denn da ran? Was habe ich übersehen? Warte mal, wir müssen auf jeden Fall wieder auf die andere Seite. Das ist klar. Oh. Hä? Habe ich mich jetzt verschaut? Nein. Achso, ich hatte das noch auf U1 gerichtet. Ja, das könnte jetzt lustig werden. Schnell dadurch. Nein! Nein! Oh! Okay, ich mach's mir einfach. Ich gehe auf die Seite rüber. Mach das da. Und geh dahin. So, aber was. Ist da die Tür jetzt noch nicht offen? Nein, die Tür ist noch. Ah, Mann, Fehler! Fehler! Denkfehler! Na, ja, total vergessen. Man kann natürlich darüber und dann auf die andere Seite. Ah, das hätte mir. Das hätte man sehen können. So, und so kommen wir übrigens auch an die Truhe ran. Und an noch was viel Wichtigeres. Wenn wir hier hingehen.
Wow. Dann ist hier. Ist hier diese Feenstelle. Und, ja, das ist insofern wichtig. Weil. Ach, ihr werdet das eh gleich sehen. Dungeon ist nicht recht einfach. Also, muss man viel überlegen. Hier kann man übrigens auch noch drauf. Und das teleportiert uns hierhin zu dieser Truhe. Und da befindet sich nur 50 Rubine. Auch kein Schlüssel. Alles nicht schön. Aber wir müssen ja noch den Knopf da aktivieren. So, wir waren jetzt auch da drin. Man muss sich hier so vieles merken in dem Dungeon. Ja, wir warten hier kurz mal, damit unsere Ausdauer wieder einigermaßen ist. Und dann gehen wir hier rüber zu dem Ding da. Und aktivieren den Schalter. Das öffnet die Tür da unten und das ist gut, weil wir jetzt nämlich hier rein können. Und das bedeutet... Was bedeutet das? Wissen Sie das? Mann! It's okay. So, wir können einmal hier hin. Hinten haben wir noch einen Schalter gesehen. So, zack, zack. Und dann sind wir hier auf der Seite. Wenn euch das bekannt vorkommt. Ne, kann es euch gar nicht bekannt vorkommen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Boah, Glück gehabt. Dann kommen wir jetzt hier raus, aber auf der anderen Seite. Und da ist dann ein Herzteil. Schön. Und weiter geht's. Wieder zurück. Back to business. There's no business like show business. There's no business I know. Everything I don't know. So, und jetzt können wir auch mit einem kleinen Trick, das heißt Trick, man muss es ja so machen, hierhin, zu diesem Teleporter. Und das führt uns hierhin. Und dann haben wir einen Schlüssel, den wir wieder verwenden können. Und da oben ist auch nochmal einer. Wie ging das jetzt? Ja, ich glaube... Ja, warte mal, wir machen das jetzt nochmal so. Und irgendwie so war was, war das doch, oder nicht? War das nicht so? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ah, nee. Das war eben genau in die andere Richtung. Richtig. So, nice one. Wir finden hier gut zurecht. Und dann kommen wir auch hier hin. Und hier befindet sich dann diese Truhe. Diese ominöse Truhe, wo zwar nur 50 Rubine sind, aber egal. So, wir haben das EG zu 100% abgeschlossen. Jetzt gehen wir wieder nach unten und dort treffen wir dann auf noch zwei Truhen und zwei verschlossene Türen. Beziehungsweise drei mit dem Boss-Key, den wir auch noch nicht haben. Also die Boss-Tür, meine ich. Jetzt explizit. So, so, jetzt können wir da rein. Super. Läuft. Naja. So, und jetzt aktivieren wir hier sowas, damit wir zum Endboss auch kommen können. Da tut sich so eine kleine Erhebung auf, damit wir über die Lava können. So, hier zurück. Muss ich kurz überlegen, ob wir hier denn da hinkommen. Nein! Scheiße! Aber wir kommen hier hin. Hier so dahin. Also, ja. Scheiße, die sind ungleichmäßig. Fuck, wie soll ich das denn anstellen? Also, halt warten. Okay, passt ja. Muss mal aber ausruhen. Sonst habe ich keine Kraft mehr, um dorthin zu gehen. Ausdauer. Gut, wir müssen wahrscheinlich dann nochmal hin. Weil unten gibt es ja nochmal eine Truhe. So, das ist der große Schlüssel. Das ist gut. Oder wir können irgendwas da, irgendwas darunter werfen, oder? Ne, das reicht nicht. Oder? Warte mal. Reicht das? Ja, das müsste eigentlich obwohl. Doch, das reicht. Gut. Sehr schön. Also man muss hier viel denken, aber wenn man weiß, um was es geht, dann ist der Dungeon doch einigermaßen
einfach, vielleicht ein Tick kompliziert, genau. Kompliziert, aber passt schon. Soll ja nicht immer einfach sein. So, hier waren wir ja noch nie drin. Und jetzt sind wir's. Ja, eben genau so nicht. Nein, jetzt wollte ich schnell da drauf, aber Computer sagt nein. So, ab zum Endboss. Mit einem halben Herz Verlust, aber egal. Wir sind ja noch nicht da. Ah, nochmal Gegner. So, aber jetzt geht's ab zum Endboss. Seid ihr bereit? Ich bin's. Den machen wir jetzt auch noch. U2. Okay. Was ist das für ein Viech? Jesus Gott. Der war aber lange nicht auf dem Klo. Jesus. Ah. Ich habe die Taktik schon erkannt. Einfach treffen. Wow! Aber seine Taktik habe ich noch nicht. Fuck. Wir dürfen uns nicht im Kreis bewegen. Der ist so schnell. Jesus. Jesus! Jesus! Ich frage mich, ob er auch irgendwann nach oben kommt. So, der hat jetzt sich eine Falle gebaut. Oh, nee, doch nicht. Mal sehen, wie lange wir für den Endboss brauchen. Jesus Gott. Ja, dann auf, komm mal hoch. Komm mal hoch, Digga. Bin sehr langweilig sonst. Yes, das ist Maria und Josef. Oh. Eieieiei. Müssen seinen Kopf treffen. Ich kenne seine Attacken nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was der macht. Aber ich sollte nicht in jede Scheiße. Also, ich kann jetzt gerade nicht reden. Ich bin echt baff. Moment, Boss. Wow. Jetzt wird er richtig aggro. Na gut, hier gibt es viele Herzen. Sollte das kein Problem sein. Hilfe. Bei anderen Bossfights gibt es überhaupt keine Herzen. Ja, aber das ist schon ein nicht leichter Endgegner, muss man sagen. Macht er jetzt. Ach, der macht wieder seine Puff-Attacke. Okay, wir konnten sie ausweichen. Puff-Attacke. Ja, passiert, ne? Oh. Aber er ist schon rot, er ist schon rot. Mann. Der lebt nicht mehr lang, sag ich dir. Mann, jetzt lass dich doch nicht von allem treffen. So, der Endboss war viel zu leicht, sag ich euch. Da bin ich schon gegen Schwere angetreten. Jesus, war da einfach. So, mal sehen, welchen Weisen der Schildkrötenfelsen hatte. Also, ja, wie soll man das anders formulieren? Keine Ahnung. Impa oder so. So, ein weiterer Herzcontainer. Das heißt, 17 Herzen haben wir jetzt schon, ja. Das ist doch Impa, oder? Das kann doch... Ist das Impa? Ich glaube schon, ne? Richtig. Ah, bist du nicht Link? Sieh mir einer an. Die Prinzessin hatte also recht. Aus dir ist ein wahrer Held geworden. Du hast bereits große Taten vollbracht. Ich danke dir. Aber es ist noch nicht überstanden. Hyrule sieht sich nun der Gefahr aus der Legende gegenüber. Wir müssen nun alles dafür tun, die 7 Weisen zu versammeln, wie es in der Legende geschieht. Nur mit ihrer Hilfe kann der Held den Bösen Einhalt gebieten. Eile dich, Link, und rette auch die anderen. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Geschichte dieses Mal kein anderes Ende nimmt. Bitte, tue alles, was in deiner Macht steht, Link. Ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ja, jawohl. Es fehlt nur noch Kree und... Keine Ahnung. I forgot the name. So, wir speichern mal und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Vielleicht schon mit dem nächsten Dungeon. Wer weiß. Also, uns fehlen insgesamt noch, warte, lass mal kurz zählen.
1, 2, 4, 14 Mai-Mais. Okay. Ja, schön. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Nicht verpassen und ciao.